Nun schon 3 Tage beim Almöhi. Und jeder neue Tag war für sie so aufregend wie der vorherige. Jeden Morgen stand sie mit der Sonne auf, begrüßte die Vögel, als wären diese ihre ganz persönlichen Freunde, und dann wartete sie ungeduldig auf Peter. Schau dir nur diese Heidi an, die holt sogar die Ziegen ein. Mach mal die Augen auf. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Ziege entlang. Ich finde, dass die da oben wie Schwänli aussieht. Also so etwas. Jetzt hat sie sich einfach aufgelöst. Mhm. Sag mal, hast du eigentlich nie Hunger? Ich habe keine Zeit zum Essen. Ich aber. Wurst, wenn du keine Zeit hast, dann esse ich für dich mit. Mach dir mal darüber keine Sorgen. Ich kann allein essen. Wieder nichts. Das ist aber eine schöne Blume. Schnucki, komm mal her, die schmeckt doch bestimmt sehr gut. Bäh. Meinst du, die Blume da schmeckt so gut, wie sie aussieht? Was ist denn jetzt los? Heidi, mein Hut, halt ihn fest, bitte fang ihn. Wo kommt denn der Wind auf einmal her? Du lauf doch schon. Bleibst du hier? Jetzt einen Sturm geben. Wir müssen sehen, dass wir hier wegkommen. Hier oben ist es zu gefährlich. Los, komm! Aber warum denn? Ich denke, wir wollen jetzt was essen. Es gibt einen Sturm! Auf geht's! Was gibt es jetzt? Einen Sturm! Aber unser Essen! Ach was, das ist doch kein Sturm! Nicht mal, gehst du mir auf die Nerven.
sei Dank ist ja Peter bei ihr. Der wird schon wissen, was zu tun ist. Hier rüber, Heidi. Hier ist das Windgeschütz. Wie trödelst du denn jetzt schon wieder rum? Warum schreist du denn so? Was hast du denn gegen den Regen? Mir gefällt es. Mir ist jetzt nicht mehr so heiß wie vorhin. Oh. Du wirst ja einen ganz schönen Schnupfen holen, wenn du so weitermachst. Sogar die Ziegen verstecken sich vor dem Regen. Also gut, wenn du meinst, dann verstecke ich mich auch. Aber mir macht's wirklich nichts aus. Mal sehen, wer zuerst da ist. Wetten, dass ich wieder schneller laufe als du. So wie damals den Berg auf. Ist ja schon gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Hier sind wir gut aufgehoben. Nun hör doch auf zu zittern. Ich sag dir mal was. Was denn? Weißt du was? Ich habe einen Bärenhunger. Ich könnte einen ganzen Wald aufessen. Du hast Hunger? Ja, und wie? Kannst du jetzt an Essen denken? Schade. Nie hätte Heidi gedacht, dass ihre geliebten Berge noch ein anderes Gesicht haben. Kein freundliches und liebliches, voller Sonne, Blüten, Duft und Vogelzwitschern, sondern ein grausames und gefährliches. Ein Gesicht, das Angst machen kann. Das war es dann auch. Du kannst wieder rauskommen. Es ist alles vorbei. So schnell kann es in den Bergen gehen. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Meinst du wirklich? Die Sonne scheint wieder. Schön. Wenn du mir das nur erzählt hättest, hätte ich es nicht geglaubt. Warte mal, ich höre was. Ich nicht. Psst. Ein kleiner Vogel. Ein Vogel? Ach. Da drüben sitzt ja auch ein Vogel. Er kann nicht mehr fliegen. Peter, komm doch mal schnell her zu mir. Er ist krank. Armer kleiner Vogel. Vielleicht ist da oben irgendwo ein Nest und er ist bei dem Sturm rausgefallen. Weißt du was? Ich setze ihn einfach wieder rein. Nein, nein, nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Weil irgendetwas mit seinem Flügel nicht in Ordnung ist und ich ihn erst pflegen muss. Wir geben ihn dem Großvater. Der wird sich bedanken. Warum nicht? Der hat genug mit seinen Ziegen. Wie soll er sich dann noch um den Vogel kümmern? Dann brüte ich ihn selbst aus. Er ist schon ausgebrütet. Dann werde ich ihn gesund pflegen und aufziehen. Er ist viel zu klein dazu, das schaffst du nie im Leben. Und doch, lass den Vogel hier. Das lasse ich nicht. Ich werde dir beweisen, dass ich es kann. Aber Heidi. Du kannst doch nicht alleine nach Hause gehen. Schlucki. Etwas ganz Aufregendes sein. Ich habe einen kleinen Vogel gefunden. Er ist aus dem Nest gefallen.
Hattest du Angst beim Gewitter? Darf ich ihn behalten, ja? Der ist aber hübsch. Wusstest du nicht, dass man junge Vögel nicht anfassen soll? Doch, aber ich glaube, der hat den Flügel gebrochen. Es wird nicht ganz leicht sein, ihn zu füttern. Aber warum denn nicht? Wir haben doch genug. Wehe, du tust ihm was, dann kannst du aber was erleben. Der hat mich verstanden. Er traut sich bestimmt nicht an ihn heran. Wie willst du ihm denn helfen? Wie weiß ich noch nicht, aber irgendwie muss es gehen. Zeig ihn mal her. Er ist viel schwächer, als ich dachte. Meinst du damit, wir können nichts tun? Ich weiß es nicht. Es muss aber gehen. Es ist so ein hübsches, niedliches Vögelchen. Irgendetwas fällt dir bestimmt ein, Großvater. Na, dann mach dich mal an die Arbeit. Du musst Insekten suchen, Heidi. Kleine Mücken zum Beispiel. So viel du willst. Hauptsache, wir schaffen es. Oh, halt. Braucht es denn nicht ein Nest? Das hier reicht für den Anfang. Eine Suppenschüssel? Das ist ihm doch egal. Es weiß doch nicht, dass es eine Suppenschüssel ist. Solche große Aufregung und so ein kleiner Vogel. Noch eins. Noch eins. Und noch eins, damit du groß wirst. Peter. Jetzt bin ich ja gespannt, was der für ein Gesicht macht. Der platzt doch vor Wut. Schau mal, Schnucki, wir haben einen neuen Gast im Haus. Schnucki! Ist er immer noch beleidigt? Warte, Peter. Schau mal, er nimmt das Fressen an. Großvater meint, wenn er so weitermacht, wächst er. Mir ist dein blöder Vogel doch vollkommen piepegal. Dann bist du mir auch vollkommen piepegal. Was hat er denn gegen den Vogel? Er hat ihm doch gar nichts getan. Was ist denn? Gar nichts. Peter ist einfach nur ein bisschen eifersüchtig. Aber das hat er doch überhaupt nicht nötig. Ich verstehe das gar nicht. Komm zurück, Peter. Fühl dich nicht auf wie ein dummer Junge und komm augenblicklich her. Ich mag aber nun mal nicht kommen. Da denke ich gar nicht dran. Erst bin ich ihr Freund und jetzt ist es dieser blöde Vogel. Auf einmal bin ich nicht mehr gut genug. Peter! Ja? Sind die Ziegen in Ordnung? Mhm. Weißt du was über die Kleine vom Almöhi? Geht es ihr gut? Kann schon sein. Nun mach doch den Mund auf. Ist mit ihr irgendetwas nicht in Ordnung? Woher soll ich das wissen? Peter, willst du mitspielen? Mit mir redet ja keiner. Gibt der Alte ihr zu essen? Ist sie blass? Wartet, ich spiel mit euch mit! Ich weiß nicht. Das klingt nicht gut. Vielleicht sollten wir einmal nachsehen. Das ist gut. Ich glaube, es hat Hunger. Es sperrt dauernd den Schnabel auf. Was hältst du davon, wenn du erst einmal frühstückst? Später, zuerst muss ich sehen, ob ich ein paar Insekten finden kann. Peter! Mein kleiner Vogel lebt immer noch, Peter! Ist mir doch egal. Willst du mal in den Sack sehen? Mm-mm.
Es interessiert mich nicht, was du in deinem Sack gesammelt hast. Ich sag's trotzdem. Alles Insekten. Alles Insekten? Du glaubst gar nicht, wie viel man davon sammeln muss. Zeitverschwendung. Das macht mir nichts aus. Hauptsache, er wird irgendwie satt. Er frisst andauernd. Das glaube ich. Aber ich weiß was Besseres. Lass ihn doch einfach fliegen. Dann kann er seine Mücken selber sammeln und fressen, was er mag. Das könnte dir gerade so passen. Damit du es weißt. Von mir aus kannst du es lassen. Schnucki! Schnucki? Schnucki, nun gehorch ihm schnell, sonst wird er auf dich auch noch wütend. Dann lauf. Komm, spring schnell. Heidi konnte nicht begreifen, was mit Peter los war. Er war doch sonst immer so nett. Er hatte sie noch nicht einmal gefragt, ob sie ihn heute begleiten will. Aber ich habe ja im Moment sowieso keine Zeit. Guten Tag, Piep. Hast du noch mehr Hunger? Nein, ich verstehe nicht, was du sagen willst. Magst du heute vielleicht Grashüpfer? Josef, Piep will Grashüpfer. Was immer du für ein Tier bist, bleibst du gefälligst hier. Ich brauche dich für meinen Vogel. Oh nein. Bah. Ah. Das komische Ding scheint dir zu schmecken. Tut mir leid, aber wir haben einen Vogel. Nanu? Jetzt hast du sie ihm weggefressen. Schmeckt das überhaupt? Josef hat eine Schnecke gegessen mit Haus und allem. Er hat eine Schnecke gegessen, einfach geschluckt. Was sagst du dazu? Er hat eine Schnecke gegessen. Sie wird ihm geschmeckt haben. Meinst du? Warum soll er nicht mehr Appetit auf Schnecken haben? Vielleicht hat er auch Appetit auf Vögel. Josef, hier geblieben, Josef! Da lass ich dich nicht rein, du bleibst draußen heute, verstehst du? Mach Platz, setz dich hin. Kommt er überhaupt nicht in Frage. Das hast du dir so gedacht. Großvater, du musst unbedingt einen Käfig bauen. So. Ich nehme an, du willst für deinen Vogel einen Käfig haben. Genau, sonst frisst Josef ihn auf. Josef? Immerhin hat er eine Schnecke gefressen. Und jetzt hast du Angst. Mach dir darüber keine Sorgen. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Er kommt nicht an dich ran, Piepmatz. Was meinst du, wie fühlst du dich in deinem neuen Haus, hm? Pass jetzt gut auf. Wenn der Hund kommt, stößt du einfach den Halm um. Thank you.
keine Angst. Ich bin's doch. Komm. Komm her. Halt. Halt. Bleib da. Komm. Halt. Vorsicht. Das ist heißes Wasser. Pass auf. Oh. Nein. Lass das. Gib ihn her. Josef. Gib ihn her. Gib ihn wieder her. Warum hast du das gemacht? Warum? Oh, Josef. Du lebst noch? Oh. Oh. Da hängt ja dein Hut auf der Leiter. Ich glaube, du bist von ganz alleine die Leiter runtergeflattert. Josef wollte gar nicht. Josef! Joseflein! Josef! Jetzt schläft er schon wieder. Ich weiß es jetzt, Josef. Du hast ihn retten wollen. Ich habe gedacht, du wolltest ihn auffressen. Josef? Sei mir bitte nicht böse. Du bist ein lieber Hund, Josef. Auch wenn du so groß bist, dass man vor dir Angst haben muss. Wieso gehst du denn jetzt weg? Schade. Aber vielen Dank. Es hat lange gedauert, aber endlich hat Heidi doch verstanden, wie lieb und gutmütig dieser Bernhardiner war. Von diesem Moment an war Josef ihr ein guter Freund, wie Großvater und wie Peter. Auch wenn Peter sich nach ihrer Meinung in letzter Zeit etwas merkwürdig benommen hat. Kennst du die da oben? Komm doch wieder zu.